Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie man solch einen Sommertop näht. Vorab möchte ich euch aber ein paar Produkte von meinfoto.de vorstellen. Ich habe dort nämlich für meine Kinder Puzzle bestellt. Wir sind total im Puzzlefieber seit Corona. Und ja, ich habe jetzt dort Puzzle bestellt mit den eigenen Bildern drauf. Kam total gut an bei den Kindern und die werden immer wieder neu gepuzzelt. Die gibt es in verschiedenen Größen, also man kann es ein bisschen dem Alter anpassen. Es gibt auch extra große Puzzle, die echt schwierig sind. Ich finde, es ist eine super Idee, gerade jetzt für kommenden Mutter- oder Vatertag mit einem schönen Familienfoto drauf. Mit dem Rabattcode NÄHTINCHEN10 spart ihr auf alle Produkte 10% bis auf diese Mixpix-Bilder. Aber bis zu 5 Stück könnt ihr umsonst dazu aussuchen, wenn ihr mit meinem Rabattcode bestellt. Und ich liebe diese Bilder. Wie man sehen kann, man kann die einfach von der Wand wieder abnehmen und dran machen. Ihr könnt die beliebig oft umhängen, ohne dass ihr irgendwelche Reste an der Tapete oder an der Wand habt. Und was auch eine ganz tolle Geschenkidee ist, ist solch eine Kuscheldecke mit einem Bild drauf. Das ist das Meerschweinchen meiner Tochter, was aber im Garten lebt. Und ja, sie wollte es immer mit im Bett nehmen und dann habe ich ihr diese Kuscheldecke geschenkt. Die war schon so oft in der Waschmaschine und im Trockner und die ist immer noch so kuschelig, weich und top erhalten. Kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, 10% mit Nähtinchen10. Den Link habe ich unten in die Infobox gesetzt, da könnt ihr einfach draufklicken. Und ja, dann könnt ihr euch da mal ein bisschen umschauen. So, zurück zur Nähanleitung und zum Sommertop. Ihr benötigt Jerseystoff. Ich habe hier diese beiden genommen. Ihr braucht aber nicht zwei, einer würde auch vollkommen ausreichen. Und ein passendes Shirt meiner Tochter. Dann lege ich mir als erstes zwei gleich große Stücke von dem Jersey hin. Diesen lege ich mir dann rechts auf rechts übereinander. Das heißt, die beiden schönen Seiten schauen sich an. Und von der Größe sollten diese beiden Stücke so sein, dass das Shirt da super locker drauf passt, sowohl in der Breite wie auch von der Länge. Ich habe jetzt hier extra lang gelassen, weil ich möchte einen Longtop nähen, also es soll länger werden als das Shirt. Das Shirt falte ich dann einmal in der Hälfte und das gleiche mache ich auch mit dem Jerseystoff. Und dann lege ich mir das Shirt auf den Stoff drauf, schön Umbruch auf Umbruch. Das heißt, gefaltene Kante auf gefaltene Kante, also dieses Stück hier, das muss genau übereinander liegen. Und ja, von der Länge hier habe ich ja einfach mal mehr genommen. Wie gesagt, ich möchte ja einen Longtop machen. Jetzt zeichne ich mir das Ganze ab. Ich gehe jetzt hier in die Mitte von dem Schulterteil und markiere mir einmal. Und dasselbe mache ich dann einmal hier am Kragen und unter dem Ärmel. Und jetzt, ich lasse hier überall 1 cm Nahtzugabe und zeichne mir das Ganze jetzt einmal ab. Nur wie gesagt, ich gehe weiter runter, als das Shirt lang ist. Und dann gehe ich hier einmal und verbinde die Punkte. Einmal den Ärmel, den mache ich etwas gerundet. Und den Kragen ebenfalls gerundet. Das Ganze schneide ich jetzt einmal aus. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt gehe ich aber hin und nehme mir ein Teil raus. Das vordere Teil mache ich nämlich einmal den Kragen etwas niedriger. Da gehe ich bestimmt hin und das sind bestimmt 5 cm, die ich da noch wegschneide. Und so sieht das jetzt auseinandergeklappt aus. Jetzt nehme ich das andere Teil, lege es rechts auf rechts drauf und nähe mir dann die Außenseiten zusammen. Das mache ich mit einem dehnbaren Stich. Ich nehme jetzt hier den Fake Overlock Stich. Das könnt ihr aber auch mit einer Overlock nähen oder aber mit einem anderen beliebigen dehnbaren Stich. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt habe ich hier oben einmal diese Öffnung und jetzt nehme ich mir den zweiten Jerseystoff. Davon brauche ich jetzt aber eigentlich nur einen 8 cm breiten Streifen. So sieht mein Streifen jetzt hier aus. Ich habe jetzt einen 8 cm breiten genommen. Ihr könnt natürlich auch schmaler machen. Je nachdem, wie breit ihr nehmt, desto breiter ist am Ende auch der Träger an den Schultern. So, jetzt gehe ich hin und stecke mir das Ganze einmal an dem Kragen fest. Und zwar so, dass die schöne Seite die unschöne Seite vom Shirt anschaut. Das mache ich mit Stoffklammern. Auch die habe ich euch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und da gehe ich jetzt einmal mit einem Zickzackstich drüber.
Den überschüssigen Stoff schneide ich hier einmal weg. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt schlage ich das Ganze einmal nach innen um. Dann einmal hier die Naht da rein. Also die Naht lasse ich quasi verschwinden, indem ich nochmal umklappe. Also ich falte zweimal den Stoff und dann ist die Naht verschwunden. Steckt das Ganze ebenfalls wieder mit den Stoffklammern ab. Und auch hier fahre ich wieder mit der Nähmaschine drüber. Das mache ich diesmal aber einfach mit einem normalen Geradstich. Und das schön am Außenrand entlang. So sieht das Ganze dann aus. Und das Gleiche mache ich jetzt auch mit dem anderen Kragen. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt haben wir die beiden Kragen. Jetzt kommen die Ärmel und die Träger. Die werden wir in einmal nähen. Dann nehme ich jetzt ein Stück Stoff, was natürlich erstmal die Breite hat, von den kompletten offenen Ärmel. Und noch ein ganzes Stück mehr. Es sind jetzt bei mir 8 cm, die ich da mehr nehme. Ihr müsst da ein bisschen schauen, wie lang sollen die Träger werden. Und am besten passt ihr das so ein bisschen ab an dem Shirt, was ihr als Vorlage habt. So, ich lege mir jetzt das zweite Teil für den anderen Ärmel hier hin, damit wir auch genau die gleiche Größe haben. So, und jetzt gehe ich hin und falte einmal wie folgt 1 cm um und klemme das in der Mitte vom Ärmel, also die Naht ist fest. Und das Ganze mache ich jetzt einmal rundum fest. Jetzt gehe ich hin und gehe erst am anderen Ende von dem Streifen und klappe auch hier wieder 1 cm um und klemme das zusammen zu dem anderen Stück fest und auch hier am Rand entlang einmal feststecken. So sieht das jetzt aus. Jetzt haben wir hier einen Kreis. Und jetzt nähe ich das hier einmal rundum fest. Ich fange oben an, also ich zeige euch mal eben, ich fange hier an und nähe jetzt einmal rundum fest. Allerdings lasse ich das Stück oben an den Schultern frei. Da gibt es ja auch nichts zum Festnähen. So sieht das jetzt aus. Und jetzt gehe ich hier hin, fange hier unten an, wo die gefalteten Stücke sind, diese einmal nach innen umzuschlagen und dann nochmal so, dass die Naht wieder verschwindet und stecke mir das hier mit der Stoffklammer fest. Und so mache ich das jetzt hier rundum, auch oben an den Schultern, wo kein weiterer Stoff ist, sondern nur der Trägerstoff. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber glaubt mir, es sieht fummeliger aus, als es ist. So sieht es dann aus und dann nähe ich einmal rundum drüber, auch hier wieder mit einem normalen geraden Stich. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir schon einen Träger und Ärmel fertig und jetzt noch die andere Seite. Und dann sieht das so aus. Also ist das Top schon fast fertig. Und jetzt gehe ich nur noch hier unten hin. Da krempel ich jetzt einmal das Shirt für um. Schlage das zweimal nach innen um und auch da nähe ich dann nochmal mit der Nähmaschine drüber mit einem normalen Geradstich. Und dann ist das Top auch schon fertig. Also wie ihr seht, ist es gar nicht so schwer. Ein bisschen Fummelarbeit, aber dennoch ist ruckzuck gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da.